Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder von unserer Terrassenküche. Und zwar, wie gesagt, frisch aus den Ferien, aber das sage ich nur noch ein einziges Mal in irgendeinem Film und dann ist es auch schon wieder Vergangenheit. Wir machen heute einen Geflügelsalat. Fruchtig. Einen fruchtigen. Martin, ist dir das recht, dass wir einen fruchtigen Geflügel... Ich überlegte gerade, ob wir schon mal einen fruchtigen Geflügel... Wir haben schon mal einen gemacht, Martin. Ja, aber den kann man ja immer unterschiedlich machen. Einen unterschiedlichen Fruchtigen. Wir machen... Mit Ananas. Wir hatten noch keinen mit Ananas. So, ich nehme etwas Ananas. Ich nehme etwas Apfel. Und da habe ich Zitronenmelisse und Majoran drauf gemacht. Einfach, weil ich ja nicht so viele Schüsseln stehen haben wollte. Etwas Wasserkastanie. Und was sehr schön ist, etwas Trauben. Na, dann nehmen wir mal alle. Das wird dann so ein traubenlastiger. Also, ich muss dazu sagen, während ich das jetzt hier rühre, das Huhn habe ich gekocht. Ich habe zurzeit auch einen Patienten hier im Hause bei mir als Hausgast. Und der braucht mal auch mal ein Hühnersüppchen. Also habe ich ein herrliches Süppchen daraus gemacht. Übrigens kein Suppenhuhn, das war ein ganz normales Hühnchen. Und habe das abkühlen lassen und dann in kleine Stücke gerissen. Und mache euch jetzt diesen Salat, der, wie gesagt, sehr fruchtig ist. Wir nehmen dazu etwas Salz. Und zwar ist das Salz voll mit Blüten. Falls die Maus da unten noch wohnt. Die kriegt die jetzt Blutdruck. Ne? Ja. Ist doch wahr, ne? Ja, man Blutdruck. Soll doch nicht so viel Salz essen, ne? Genau. Die hat jetzt Blutdruck. Dann machen wir wieder unseren berühmten Chili. Diesen Chili habe ich mit in die Ferien genommen. Und ich sage euch, Freunde, jeder, der da vorbeikam, wollte diesen Chili hier aus meiner Drehmühle. Das kann ich euch sagen. Du hast auch deinen Saugroboter mit in den Urlaub genommen. Oh, redest du von Dastabin? Dastabin. Ich habe einen Freund, ich habe einen Geliebten, ehrlich gesagt, platonisch. Der wäre mir, nee, wenn es nicht platonisch wäre, das wäre mir zu, ich bin zu nicht mehr staubig. So gelenkig. Das ist ein Staubsauger. Wenn man da den Beutel rausnimmt, dann, er kommt aus China, dann sagt er in seinem gebrochenen Englisch, Dastabin is empty, nein, is missing. Und wenn er stecken bleibt irgendwo, sagt er, Master, I'm stuck, please help me. Und den haben wir mitgehabt und der ist also täglich, weil wir auch Hunde dabei hatten, durch diese dänische Ferienwohnung gerast. Ich kann euch sagen, ich empfehle einen Roboter-Staubsauger von ganzem Herzen. Das Ding ist nur, der Kerl hat sich schwer in mich verliebt und wo immer ich stehe oder gehe, der ist immer in meiner Nähe. Das nervt manchmal total. Aber nun gut. Ich weiß nicht, ob ihr alle einen Liebhaber habt. Nö, ne? Oder doch, vielleicht. So, jetzt mache ich ein bisschen Dressing. Und zwar mache ich nicht das Übliche mit Mayonnaise und was weiß ich. Es ist einfach ein Essigöl-Dressing. Und mit einem ganz kleinen bisschen, wenn ich es dann öffnen könnte, Senf, nicht viel und mehr eigentlich nicht. Oh Martin, jetzt haben wir meinen Schläger nicht. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das so hinkriege. Also, während ich rühre, also das stimmt, wir hatten das Dastabin dabei und das war eine große Hilfe. Und willst du zaubern? Martin, ich brauche einen Schläger. Zaubern. Oh, mein Schläger. So. Wobei waren wir gerade thematisch? Thematisch waren wir gerade bei Dastabin. Okay. Der Ferienwohnung. Dastabin hatten wir schon durch. Der ist, kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn man Haustiere hat, ist es sowieso genial. Und jetzt haben wir hier ein kleines Dressing. Es muss noch ein bisschen Zucker dran, würde ich mal sagen. Aus meiner silbernen Zucker. Also auf das bin ich gekommen, als ich beim vorletzten Jahr meinen, unseren Staubsauger mitgenommen habe, der Ruby heißt bei uns. Ihr habt ihn entdeckt bei meiner Schwester in Italien. Genau.
Und dann habt ihr gesagt, oh, upsi, upsi, was ist das denn? Ein Roboter, ein Staubsauger. Und dann habt ihr den benutzt und wart so begeistert, auch Hundefamilie. Und dann hab ich mir einen angeschafft. Ich sag's euch, Freunde. Und heute hat deine Tochter einen gekauft. Was? Heute hat deine Tochter einen gekauft. Nein. Doch. Oh, können wir da uns dem Geschäft anschließen? Ich meine, wenn ich hier weiterhin Werbung mache, warum geben wir uns hier so viel Mühe, wenn wir, ich werde jetzt Staubsaugervertreter. Ja, genau, wir verdienen gar nichts. Dann lerne ich dieses chinesische Staubsauger-Gespräch noch mal ein bisschen besser. Ne? Master, I need orientation, sagt er auch. So, jetzt mache ich das Dressing hier drüber. Master, I need orientation. Ich liebe ihn. Ich kann nur nicht erkennen, ob das eine Männer- oder eine Frauenstimme ist. Das ist sehr merkwürdig. Es ist eine hohe Stimme, die da mit mir spricht. Und die große Frage ist, passen Staubsauger und Kochen zusammen? Nein, Martin, das tut's nicht. Das ist wie, wenn ich dir jetzt erzähle, wie der Zahnarzt meinen Zahn gebohrt hat oder sowas. Konzentriere dich mal auf deine Weine. Ja, also ich habe jetzt, das ist ein schnelles Salätchen. Hier will ich euch nur noch mal einen kurzen, nicht, dass ich denke, ihr seid blöd, aber wenn man Huhn kocht, Wasser, Lorbeerblatt, Wacholder, fragt mich, Zwiebel, Karotte, was immer, dazu. Dann darf man, wenn diese Brühe, diese abkühlt, keinen Deckel drauf machen, wird sofort sauer. Müsst ihr euch ganz doll merken. Also über Nacht stehen lassen, auskühlen lassen, keinen Deckel drauf. Ich habe es mal gemacht. Ich weiß, von was ich rede. So, etwas Petersilie dazu. Ist es ein leicht, also sieht so aus, als ob das ein leicht herzustellendes Hühnersalätchen ist. Ist es eigentlich auch, aber davor geht ja die Arbeit eben mit dem Huhn kochen, abkühlen lassen. Ich schmeiße das immer in Eiswasser, dann geht die Haut schnell ab. Und das habt ihr ja nicht mitgekriegt, ne? Deswegen geht das jetzt hier so schnell. So, jetzt werden wir noch einige Nüsse. Martin, deine Tochter kann leider nicht mitessen. Aber das muss sein. Und dieser schöne, simple Salat ist köstlich. Bisschen Senf ins Dressing, bisschen Zucker, Essigöl, nichts mit Mayonnaise oder so. Es ist ganz leicht. Auch wieder eine Scheibe Toast dazu und dann ist wunderbar. Jetzt habe ich ein Buch für euch. Martin, warum hast du mein Buch weggenommen? Martin hat gar nicht mein Buch weggenommen. Morten Ramsland, Däne. Der schreibt, Großmutter Björn heißt sie, versammelt nochmal ihre Verwandtschaft um sich herum, um sie sozusagen ein letztes Mal zu sehen. Und Großmutter, skurrile Familie, Großmutter liebt zum Beispiel Konservendosen mit frischer Bergluft. Gut, ne? Hat was, ne? Und der eine Onkel, der malt die ganze Wände voll mit Ungeheuern. Auch gut. Aber auch der Enkel reist an nach Dänemark, nachdem er lange Zeit nicht da war. Ist ein erwachsener Kerl und hat riesen Angst vor der Treppe. Denn ihm ist immer erzählt worden, dass unter der Treppe Hundsköpfe sind. Und es ist nie bewiesen, aber auch nicht das Gegenteil, dass das nicht stimmt. Also er glaubt das doch, er hat riesen Angst. Und noch mehrere gruselige Geheimnisse kommen hier zutage. Ich kann euch dazu nur sagen, ich habe früher meinen Enkelkindern, wenn wir in den Keller gingen, immer gesagt, da unten leben Krokodile. Und jetzt müssen wir mal ganz schnell wieder nach oben laufen. Und dann habe ich sie immer von hinten so einen Po gezwickt. Meine Enkelkinder sind alle so und eine sind sogar so. Ich bin inzwischen außer zwei Enkelkindern die Kleinste. Glauben das immer noch. Und Martin, du hast auch Schiss im Keller, ne? Du hast Schiss im Keller, ne? Weil meine Mutter dir... Ja, die, was hat die dir erzählt? Wir haben immer von Erdgeistern im Keller gesprochen. Oh toll, Erdgeister. Ich glaubte an die Erdgeister im Keller. Ja, genau. Vor allen Dingen, sie ging ja auch runter. Besser als Krokodile. Das ist norddeutsch. In Norddeutschland gibt es Erdgeister, aber keine Krokodile. Was erzählst du deinen Enkelkindern? Martin, es gibt auch keine Hundsköpfe unter der Treppe. Nee. Okay, Schluss jetzt damit. Hier ist der Hühnersalat. Ich grusel mich überhaupt nicht im Keller.
Ich habe mich mal im Kohlenkeller versteckt und wollte, dass sie mich finden und ganz lieb haben. Hat mich keiner gesucht und auch nicht gefunden. Dann habe ich die Nummer abgezogen, ich bin ein Waisenkind. Und habe mich traurig irgendwo auf die Bordsteinkante gesetzt und habe allen Leuten erzählt, ich bin ein Waisenkind. Ja. Hat auch nicht gezogen. Lass mal lieber bleiben. So, viel Spaß mit diesem Salätchen. Drückt aufs Glöckchen, abonniert uns, guckt uns wieder, mögt uns leiden. Wie gesagt, das macht mehr Arbeit, als ich jetzt hier zeige, weil ihr müsst das Huhn kochen. Und aber hier werden. Das Süppchen habe ich für meinen Patienten im Haus. Du hast das Süppchen gekocht und das Fleisch jetzt für den Salat benutzt. Ja, das stimmt. Da also bin das ich ist eine doppelte Sache. Ich habe. Es steckt noch mehr Arbeit drin. Und also, mein. Noch mehr Essen. Ein Süppchen und. Ja, ein Süppchen und was ohne Deckel auskühlt. Ja. Obwohl ich es gestern gekocht habe. Ja. So, ihr Lieben, jetzt Schluss mit lustig. Hier ist der Hühnersalat. Bis zum nächsten Mal.